So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir hören hoffentlich da, wir fangen da an, wo wir aufgehört haben. Heute regnet es, was eine sehr schöne Sache eigentlich ist, weil das bedeutet, dass wir nichts gießen müssen. Und das wiederum bedeutet, dass wir ein bisschen weiter aufräumen können. Für den Anfang werde ich das auch tun. Bisschen Platz mir schaffen hier. Einfach mal was beiseite räumen. Genau. Und dann schauen wir mal, was wir heute machen. Eigentlich sind so Regentage immer ganz gut, um in die Mine zu gehen, aber da ist ja noch zu. Ich weiß auch jetzt gerade gar nicht mehr so ganz genau, wann er da mal frei wird. Kann ich mich jetzt gerade gar nicht daran erinnern. So. Hier ist übrigens nichts weiter drin. Es ist nur so eine Höhle, da kommt noch was rein später mal. Ja. Wir beginnen jetzt diese Aufnahmeset und ich gucke mal, wie lange ich insgesamt aufnehme. Ach, ich wollte auch mal schauen, dass ich nicht allzu lange aufnehme, weil sonst werden die Videodateien so riesig und dann dauert das Stunden, bis er das mal bearbeitet. Also ich glaube, es bringt auch nicht wirklich viel, jetzt hier die ganze Bude einmal aufzuräumen, weil das wuchert so oder so wieder zu. Nur ich würde halt einmal hier unser Hauptstück sozusagen einmal ein bisschen was wegräumen, damit wir hier dann auch Platz haben, wenn wir mehr pflanzen möchten. Gott, das macht einen ganz aggressiv, dass das so lange dauert. Zack, zack, zack. Plop, plop, plop. Dass wir hier dann auch schön viel Platz haben, um was Neues zu pflanzen. Ja, genau. Und dann gehen wir gleich mal in die Stadt. Können noch die Dioden öffnen lassen, auf jeden Fall. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Holz an der Hand. Aber meine Kiste hatte ich auch schon, ne? Genau. Genau, man kann jetzt den hier machen zu bestehenden Stapeln hinzufügen. Und das hier klumpt mir sonst alles zu. Da habe ich jetzt wenig Lust drauf. Mal sagen, dann gehen wir in Richtung Stadt. Entschuldigung. Bisschen räuspern muss ich mich ja schon. So, was haben wir denn so? Ach, wir brauchen auf jeden Fall diese Dinger. Brauchen wir auf jeden Fall fürs Community Center. Das weiß ich jetzt schon. Die müssten wir dann doch. Müssten wir dann noch welche von sammeln. Ah, man muss auch ein bisschen. Ah, hier, ich glaube, davon brauchen wir auch was. Von diesem Lauch hier. Das müssen wir sammeln und dann später abgeben. Müssen wir ein bisschen für die Zukunft schon denken. Es ist natürlich so, dadurch, dass ich das ja schon kenne und weiß, was noch so kommt, kann ich dementsprechend auch handeln. Also, es ist jetzt nicht so, dass mich das dann voll überrollt. So, mein Gott, habe ich gar nicht gewusst. Wir haben 7300. Ach so, Mittwochs ist. Mittwochs ist Ruhetag. Nee, ist klar, Leute, ey. Wo kämen wir denn dahin, wenn wir alle so arbeiten würden, ne? Auch nichts Interessantes drin. Gehen wir doch mal zum Clinty Boy. Und gucken mal, ob der uns diese 2 Geoden da processen kann. Da ist er doch. Geode aufbrechen. Zack. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Schön. Ich glaube, die müssen wir beide zu Gunther bringen. Ja. Die können wir dann beide mal hinbringen und dann schauen wir mal, was der uns dazu erzählen kann. Ach, oh, okay. Wir hatten diese Zwischensequenz noch gar nicht. Entsetzlich. Nicht ein einziges Stück in der gesamten Kollektion. Oh. Was meinst du? Du hast etwas gefunden? Lass mich sehen. Junge, ruhig, Blut. Bemerkenswert. Es ist sehr alt. Ich würde es gerne genauer unter die Lupe nehmen. Aber es gehört dir. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Minerale spenden? Wir könnten zusammen bahnbrechende Entdeckungen machen. Oh, und wer weiß, wenn du weiter spendest, schicke ich dir vielleicht den ein oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Werde ich in den Fachzeitschriften auch erwähnt oder dann oder wie? Denk drüber nach, ja? Wenn du etwas spenden willst, bringe das Objekt einfach hier zur Rezeption. Ja, klar. Läuft. Mache ich. Kein Thema. Ja, letzten Endes können wir mit diesen Sachen sowieso nichts großartig anfangen. Man kann die zwar verkaufen, man kann die auch
verspenden. Mhm. Also man kann die auch spenden. Wo tue ich das denn jetzt mal hin? Dahin. Und das Dunder-Egg machen wir mal hier hin. Toll, noch kein Reward. Schön. Was haben wir denn da? Gucken wir doch mal. Archäologie. Gunther hatte dich darum gebeten, neue Artefakte oder Minerale zum dem Museum zu spenden. Er meint, er würde dich ab und an mit seltenen Waren kompensieren. Ah, geil. Dafür gibt es einfach mal Knete. Finde ich gut. Sag ich nicht nein, tatsächlich. Was können wir denn dann noch immer so machen? Was Schönes. Es ist ja ein bisschen schwierig. Wir können doch nicht mal shoppen gehen. Finde ich schwierig. Finde ich ja schwierig. Vielleicht. Aber ich glaube, oben bei der Mine ist noch zu. Wir kämen jetzt eh nicht großartig weit, muss man dazu sagen. Ich meine, was natürlich jetzt auch trotzdem auf hat, ist Julia Markt. Aber. Nein, ich sage. Guck mal, Sebastian, den kennen wir noch gar nicht. Oh, du bist gerade eingezogen, richtig? Cool. Bei all den Orten auf der Welt hast du diese Stadt gewählt? Naja, nicht direkt gewählt, ne? Die Stadt hat mich gewählt. Es war Schicksal. Schicksal, sage ich. So. Also wir können uns da eh noch nichts Dolles kaufen bei ihr. Dann stellen wir uns gleich mal hin und angeln so ein bisschen. Die Fische können wir ja auch verkaufen. Wo wir ein bisschen gucken müssen, dass wir auf jeden Fall sonst eine Kiste machen. Mit Fischen, die wir, kann da auch nicht helfen, ne? Nee. Mit Fischen, die wir sonst auch dem Community Center spenden, brauchen wir nämlich auch. Und wir müssen ja unseren Fishing Skill auch mal ein bisschen voranbringen. Deswegen angeln wir jetzt einfach mal ein bisschen, ja. Ich hatte heute einen nicht so schönen Tag auf der Arbeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, es gibt immer mal wieder so Tage, die nicht ganz so toll sind. Aber heute war echt, es war echt. Also es war echt hart. Irgendwie, es hat alles nicht so geklappt, wie ich das wollte und ich weiß auch nicht. Es ist immer so ein bisschen frustrierend für einen selbst dann, weil ich möchte es gerne besser machen, aber ich kann es halt in dem Moment einfach nicht. Ich bin halt auch noch ziemlich neu, also relativ, ja auch fast 6 Monate und dementsprechend ist es einfach so, dass ich natürlich manche Sachen einfach noch nicht so hundertprozentig sitzen, wie bei Leuten, die schon seit 4 Jahren da sind, aber es ärgert einen trotzdem, wenn man an sich selbst so Erwartungen hat, die man einfach gar nicht erfüllen kann, letzten Endes. Und wenn das dann so ist, dann, ja, die anderen haben meist gar nicht so hohe Erwartungen an einen selbst, wie man an sich selbst halt hat, versteht ihr, was ich meine? Naja, egal. Morgen wird hoffentlich besser. Oh, ich dachte, wir hätten dann den Platz da voll. Aber okay. Mal schauen. Morgen wird vielleicht besser. Vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, der Rest der Woche wird dann besser. Donnerstag und Freitag. Ich hoffe es mal. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es könnte ja sein, dass es besser wird. Zwergwels. Ups. Davon können wir dann auf jeden Fall jeweils einen verkaufen. Einfach damit wir ein bisschen Knete reinkriegen, dann können wir uns nämlich noch ein paar schöne Samen kaufen. Vielleicht ein paar Kartoffeln tatsächlich auch. Also, okay, jetzt ist der Platz besetzt. Ich finde es ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd, dieses System, weil du die nicht stacken kannst. Da ist dann. Dieser Baum ist so riesig. Kann man ihn eigentlich fällen? Nein. Okay, dann nicht. Bringen wir das mal zurück. In die Kiste. Hier ist noch ein Lauch. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Ah, guck mal. Was hat denn? Okay, das brauche ich eh nicht. Das müssen wir eh nicht unbedingt mitnehmen. So, Dulle. Was haben wir denn hier noch so? Gucken, dass diese Kiste nicht irgendwann zu voll wird, aber erstmal nicht. So, Fischilis rein. Eigentlich
blöd, ich würde die gerne da unten hinlegen. Aber es geht nicht. Wir könnten ja noch ein bisschen Bäume fällen hier. Wir brauchen ja auch das Holz. Am besten stelle ich mich aber hier hin, sonst fällt er nämlich gleich dahin und dann komme ich an das Holz nicht mehr ran. Achso, toll, okay. Jetzt ist es Glückssache, wohin er fällt. Ah, oh, klasse. Oh Mann, ey, die Axt aufbessern ist auch eines der wichtigsten Dinge hier. Muss ich sagen, den lassen wir dann mal einfach drin. Und dann gehen wir mal hier hinten weiter hin und klopfen da ein bisschen weiter, ja. In diesem kleinen Teich, da kann man übrigens keine Fische fangen. Ich glaube, da kann man Frösche fangen. Könnt ihr ja gerade mal ausprobieren. Oder so Krabben. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ob da überhaupt was kommt, weiß ich nicht. Eine zerbrochene Brille. Schön. Genau das habe ich noch gebraucht, zu meinem Glück. Ich glaube, da kannst du immer Müll sammeln. Letzten Endes kannst du diesen Müll ja auch für was gebrauchen. Die kannst du recyceln zu Ködern, glaube ich. Aber, diese Maschinen dafür haben wir noch nicht. Ah ja, das ist auch Müll. Ich wollte noch eben kurz einmal aufsaugen hier. Und dann machen wir doch hier oben einfach schon mal ein bisschen sauber, sage ich mal so. Dann ist das nachher nicht ganz so wild, wenn wir hier mal herkommen. Steine brauchen wir auch. Ups. Aber die Energie ist auch gleich am Eimer. Wir könnten hier nochmal... Oh, Kohle, die will ich aber haben. Wir könnten ja nochmal in den Saloon gehen, jetzt gegen Abend. Da soll ja was los sein. Da können wir nochmal hinlatschen, denke ich mir so. Lasst uns doch mal in den Salon gehen. Erstmal mache ich dann den hier. Und ja, wir nehmen die Brille, behalten die mal. Aber mal gucken, ob wir damit überhaupt was machen. Ein bisschen O-Saft trinken. Ich habe mir heute so Riesenorangen geholt. In der Hoffnung, dass ich dann nur zwei auspressen muss, um mein Glas voll zu kriegen. Stimmt auch. Schmecken aber eigentlich auch ganz gut. Nur die Schale ist halt voll die dick. Du denkst dir, oh krass. Voll die riesigen. Oh nein, warte. Sieht nach einem guten Tag zum Beispiel aus, oder? Wenn du kein Mädchen wärst, würde ich dich glatt zum Beispiel einladen. Hallo? Wie? Also, wir haben jetzt drei Möglichkeiten natürlich. Schon okay. Ich schaue einfach aus der Ferne zu. Ich will mit dem Ball spielen. Was soll das bitte heißen? Wir sind mal nicht so, ne? Er meint's ja nicht so. Er ist halt wie er ist, ne? Wirklich? Ich habe dich voll unterschätzt. Mein Arm schmerzt ein wenig, aber vielleicht nächstes Mal. Ja, er hat nur Schiss, dass ich ihn abziehe, ja. So ist es nämlich. Oh, guck mal, toll. Ach, und, guck mal, was hier los ist. Alle Mann sind sie da. Oi, es ist nett, ein paar junge Leute ins Tal kommen zu sehen. Passiert heutzutage nicht mehr so häufig. Ich brauche aber was aufwärmen, bevor ich für eine weitere kalte Nacht auf dem Ozean bereit bin. Achso. Dieses wird der Mami durstig. Ja, du dann trink. Hier hinten ist nur die Abigail. Hey, ich entschuldige mich im Voraus, falls ich irgendwas Unhöfliches sagen sollte. Hab letzte Nacht nicht viel geschlafen. Was willst du? Pitch. Entschuldigung. Die haben alle schon einen Tee hier, oder was? Eigentlich können wir uns auch mal eins gönnen. Aber ich glaube, es ist nicht gerade günstig. Wir lassen es lieber. Ich glaube, wir haben die sonst hier mit den anderen schon gequatscht, ne? Also insgesamt meine ich jetzt generell. Hallo, es ist nett, dich kennenzulernen. Okay, Lea kennen wir noch nicht. Du hast eine gute Zeit gewählt, um herzuziehen. Der Frühling ist herrlich. Das kommt mir so bekannt vor irgendwie. Ey Kind, bist du zu jung, um hier... Du bist zu jung, um hier Trübsal zu blasen. Okay, wir sagen immer das Gleiche. Dann quatschen wir noch mit dem Harvey. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Entschuldigung. Man niest in die Armbeuge, okay?
die Hand. Wie unhygienisch ist das denn? Also, wir haben eine Pandemie jetzt noch. Ja. In Stardew Valley, da gibt es noch kein Corona. Die sind ja auch abgeschottet. Da kommt ja auch keiner von außerhalb oder so. Wie soll das da hingelangen, ne? Da will ja auch keiner hin, scheinbar. Es ist halt irgendwie schwierig. Gut, ich glaube, dann können wir jetzt aber auch mal Schlafi machen. Also das da ist mir jetzt ein bisschen, ne? Brauchen wir nicht unbedingt. Gut, schön. Dann gehen wir mal schlafen. Obwohl, nein, wir gucken doch mal, was morgen für Wetter ist. Wetterbericht. Mhm. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Schön. Das heißt, wir müssen gießen. Effektivität. Bäume lassen manchmal Samen fallen. Neues Herstellungsrezept. Hm, 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 hm. Wer will sowas, ist die Frage. Ah, und Fischen Stufe 1. Sehr schön. Und Minenarbeit auch. Mensch, ey. Da haben wir richtig was gerissen. Krass. Nicht schlecht, Herr Specht, würde ich mal sagen. Gut. Na dann. Rein an die Formülerin. Heute kaufen wir uns noch mal ein paar schöne. Ach, ich wollte auch den Fisch verkaufen. Shit. Wenn ich mich räuspere, lehne ich mich immer ein bisschen weg. Ich hoffe, das hilft. Ich weiß jetzt gar nicht. Pierre kauft an mir auch alles Mögliche ab. Bin mir aber jetzt nicht sicher, ob er auch den Fisch kauft. Weil die Doppelten, die können wir ja verkaufen. Eigentlich. Und da legen die keinen Wert auf die Unimos, ob das jetzt ein guter ist oder nicht so guter. Ja, ansonsten ist jetzt hier unten für uns auch nichts weiter zu tun. Außer halt eben das Gießen. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg Richtung Stadt tatsächlich schon mal. Und gucken, ob hier noch irgendwas wächst, was wir unser eigen nennen könnten. Nein. Schade. Schön wär's gewesen. Ich brauche noch Löwenzahn. Ich habe das auch einfach nicht mehr im System gehabt, dass wir das ja brauchen. Irgendwann. Gut. Pierre hat noch nicht auf. Dann gucken wir sonst hier oben mal nach den Dingern. Danach. Ob wir was haben. Ob hier jemand ist. Ich glaube, so früh ist hier noch keiner unterwegs. Nö. 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 Schade. Davon haben wir, oh Gott, von den Dingern wachsen hier unendlich viele, gibt's ja gar nicht. Hat er ab 8 nach oder ab 9? Ich will Samen kaufen. Ah, was steht denn da? Ich benötige eine Ladung von Kartoffel. Ich zahle, wenn du sie mitgebracht hast, Linus. Ich bin ein bisschen verwirrt. Der lebt in einem Zelt, aber er will mir eine Kartoffel, weil ich glaube, es ist nur eine, für 240 Gold abkaufen. Das Ding ist, ich kann den Auftrag jetzt annehmen, aber ich habe halt keine. Ich habe halt einfach keine Kartoffel. Hat er nicht gesehen. Aber wir quatschen mit ihm. Die Luft wird langsam wärmer. Ich bin aufgeregt. Ja, ja, ja. Wie die Kannickel, kann ich da nur sagen. Die Penny rennt weg vor uns, auch okay. Und wir lungern hier. Ach, der ist ja schön, der geht zur Arbeit. Was willst du? Lass mir in Ruhe, Mann. Krass sympathischer Typ, ey. Ja, schön. Wir können das gleich rein. Au, dann sind wir die Ersten. Schnell. Oh, hallo. Das ist wie wenn irgendwie Ikea auf dem Verkaufsoffen am Sonntag. So, okay. Ach nee. Gott sei Dank. Na toll, wusste ich es doch. Da müssten wir an den Strand gehen. Gut. Also, wir haben 507 Gold. Die Kartoffeln, das würden wir schon noch schaffen. Das ist halt, das dauert 10 Tage. Ich glaube, es lohnt sich erstmal nicht. Die bringen nicht so mega viel ein. Es dauert 10 Tage. Und Bohnen sind eh nicht so. Ich glaube, es würde sich tatsächlich lohnen, wenn wir Kartoffeln holen. Das Ding ist, so unendlich viele kriegen wir davon auch nicht zusammen.
können natürlich hiervon noch welche holen, die wegpfeffern. Oder wir holen uns, wisst ihr was, wir holen uns einfach acht Kartoffeln. Die holen wir uns einfach. Ich möchte nicht so ganz ohne Geld sein. Ein bisschen was braucht man immer auf Tasche. Das ist einfach so, wie wenn dein Vater sagt, wie willst du ohne Bargeld? Hast du Bargeld dabei? Nee, wie, du hast kein Bargeld dabei hier. Kramt da dann noch so seine 2-1-Euro-Stücke da und noch so ein bisschen ein Fünfer oder was irgendwo aus irgendeiner Geheimschublade.